Meine Lesung beginne ich mit dem ersten Kapitel meines Werks Sperrzone. Wie viele von Ihnen wissen, recherchiere ich immer mal im Rotlichtmilieu, oft nicht ganz gefahrlos, wie Sie an meinen Narben sehen können. In meinem neuen Buch geht es um eine Beziehungsgeschichte einer besonderen Note. Der Protagonist Hermann, wo bleibt denn der Kritiker, Herr Dannemann von der Presse? Herr Dannemann, Sie können kommen. Ja, ja, Entschuldigung. Kein Problem. Also, ja, also Herr Dannemann, nehmen Sie bitte Platz. Ja, ja, ist ja schon recht. Also, Hermann, der sich in seinem Verlag hochgearbeitet hat, sucht seine frühere Mitarbeiterin Sarah. Er vermutet, sie verdient sich Taschengeld extra, weil sie immer müde in seiner Abteilung wird und auch immer mal Fäkalausdrücke benutzt. Das ist nicht die Wortästhetik Sarah, die er als Lektorin immer wieder geschätzt hat. Ich muss auch ausführen, dass der Begriff Sarah, wie alle Namen in meinem neuen Roman, zufällig gewählt ist. Es ist einfach der Klang, der mich inspiriert hat, auf einen bestimmten Namen zuzugreifen. Also Hermann, was ich noch vorausschicken muss, Hermann ist in einer Sinn- und Beziehungskrise. Die Herren im Zuschauerraum werden das sicher auch kennen. Zweifel am Beruf, an Berufung, an Passion, Familie, Kinder, Haus, Job, alles gut. Aber die seelische Gesundheit. Zurück zum Roman. Also Hermann fährt mit der Straßenbahn, da er ja verkehrs- und umweltbewusst lebt, mit der Bahn in den Sperrbezirk. Sie sehen schon junge, überschminkte Frauen mit ihren Hunden, wenn die in der Bahn dann aussteigen. Von daher müssen Sie wissen, Herr Dannemann, schlafen Sie. Wachen Sie auf! Was los ist? Sie sind eingeschlafen, statt für die Zeitung mitzuschreiben. Der hat doch mal seine Bedingung schon fertig. Der Schriftsteller Hechler scheiterte wieder mal an seinem Lieblingsthema, Rotlichtmilieu, wo andere Klassiker wie Bukowski oder Lou Reed Maßstäbe setzen, schläfert Hechler mit umständlichen Formulierungen ein. Möchte gern Erotik-Schock-Autor. Klischeehaft, flach, ohne wirkliche Reibung. Sie haben doch geschlafen. Sie haben die Kritik schon vorher geschrieben. Jetzt haben Sie mir die Lesung versaut. Jetzt lesen Sie aber vor, Dannemann. Ja, Hechler, kommen Sie. So, jetzt sind Sie dran, hier weitermachen. Ich schreibe jetzt über Ihre Lesung. Moment, probiere ich mich halt. Eben mal als Dichter. Ja, wo waren wir denn? Es ging wohl um Nutten. Gefallen der Engel natürlich. So, ja, der Herr Hechler und seine Texte. Naja. Wo ist das denn? Wo waren wir denn? Hermann tritt ans Fenster und fragt: Arbeitet hier Sarah? Ach, ich lese. Hermann, Sarah, du! Er schaut sich um. Niemand fragt so in einem Bordell. Man geht rein, schaut und dann folgt man seiner Bestimmung. Ach, der Herr Hechler. Halten Sie sich doch an meinen Text jetzt. Freie Interpretation. Ja, ich habe zu reden gelernt und auch lesen ist mir nicht ganz klar. Nun ja. Wo waren wir hier? Hier ist Clara, nicht Sarah, wie trivial. Das kenne ich auch, Clara, Sarah, wenn es wenigstens polnische Namen wären. Herr Hechler, aber Recherche scheint nicht Ihre Habitation zu sein. Hören Sie auf, Dannemann, aufhören! Ich habe mitgeschrieben. Meine Güte, ja. Kommt was gegen an Ihrer Zeitung. Sie haben versagt. Ach, der Herr Hechler, er verträgt Sie. Sie haben versagt. Kritik. Der Herr Hechler, verzeihen Sie.